Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Ja, unser Bildet-Projekt. Ich muss erstmal ganz kurz und ganz flott nicht den abhängen, sondern den Vordermann abhängen. So, und dann können wir einmal jetzt den Helfer starten. Die machen nämlich richtig Rabatz hier und sind nämlich schon am Ansehen, das LU. Hier kommt schon der Hafer rein. Wir müssen uns auch beeilen, weil tatsächlich müssen wir noch einmal walzen und wir müssen noch einmal Pflanzenschutz drüber bringen. Sonst wird das eine enge Kiste werden. Walzen werden wir auf jeden Fall über das LU machen. Die haben eine große Walze, da wird das schnell gehen. Und jetzt machen wir hier erstmal den Helferstadt klar. Für den Kalk. Okay, perfekt. Der fährt, das passt. Super, abgeht der Peter. Theoretisch sollten wir jetzt zwei Düngestufen auf dem Feld haben. Bin gespannt. Ja, perfekt. Wir kriegen auch zwei Düngestufen, also das funktioniert. Gut, dann fahren wir den einmal wieder zurück. Der ist sozusagen fertig. Die Messerwalze hat einen guten Job gemacht, das passt. Und dann müssen wir noch mal ganz kurz schauen. Wir haben 5 Ballen abgeholt. Und haben jetzt hier 3 Ballen nochmal liegen. Moment. Funken wir nochmal ganz kurz in Herrn Klarstein an. Hallo? Ja. Herr Klarstein? Herr Ferser? Ja, Herr Ferser? Herr Ferser? Ja. Hallo. Hier ist der Willi, hallo. Ah, hallo. Hallo. Ja. Hört ihr mich? Ja, ich kann Sie hören. Super. Wie viele Ballen haben Sie jetzt abgeladen? Eieiei. Och, kommen Sie jetzt, machen Sie nicht so ein. Herr Klarstein. So was immer mit 10. Immer mit 10, ganz wichtig. Also 7 ganze und der 8. war so ein halber. Also 7,5, okay, passt. Ja. Insgesamt hat die Maschine 11 Ballen aufgezeichnet bei Ihnen. Aber das war ja inklusive. 11 Ballen und 3 waren unten, das ist korrekt. Soll ich immer was sagen? Ja. 100.000 Liter. 100.000 Liter, das war eine dicke Beute. Ja, das lohnt sich. 100.000 Liter. Herr Klarstein. Da kann man viele Socken von. Scheiße. Machen. Das sind eine Menge Pullover. Ist der Wahnsinn. Gut, alles gleich müssen wir mal LU anrufen. So. Schauen wir mal, was das LU dazu sagt zu meinem Schneidwerk auf dem Dach. So, gut. Funken wir mal durch. Krumbein, Lohnunternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Herr Krumbein, ich habe leider eine nicht so positive Nachricht oder Frage. Okay. Und zwar folgendes, es gibt ein kleines Problem. Mein Mähwerk, mein Frontmähwerk, wurde auf mein Hallendach gelegt, während ich nicht da war. Okay. Wer hat das denn gemacht? Ja, das ist, geht's rauszufinden. Und ich habe ein kleines Problem. Das funktioniert nur mit meiner Meinung nach nur, aber deswegen rufe ich Sie auch an, weil Sie sind Profi. Das funktioniert meiner Meinung nach nur mit einem Teleskoplader. Ja, kann gut sein. Weil das halt auch eine gewisse Höhe hat, verstehen Sie? Ja, ja, klar. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Und zwar, niemand außer das LU verfügt über einen Teleskoplader. Also zumindest laut meinen Recherchen. Es kann auch sein, ich täusche mich. Aber die Leute, die ich gefragt habe, da gibt es niemanden, der einen Teleskoplader besitzt. Außer das Lohnunternehmen. Ja, das stimmt, die haben einen. Und jetzt ist die Frage, gibt es einen Mitarbeiter vielleicht in Ihren Reihen, der sich hat zu einer Schandtat animieren lassen? Oder vielleicht sogar ein Entgelt dafür bekommen hat, ohne da jetzt jemand was unterstellen zu wollen? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Also meine Mitarbeiter haben da jetzt nichts zu gesagt. Also nee, das glaube ich. Von nichts. Aber könnten Sie das eventuell mal versuchen nachzuverfolgen? Weil irgendwie muss ja das Mähwerk da hochgekommen sein. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen,
ich brauche das bald und ich komme da halt nicht ran. Haben Sie irgendwelche Feinde hier im Ort, wo Sie denken... Naja, mit wem es halt immer wieder Probleme gibt, ist halt der Herr McBloom, ne? Also mit dem Herrn Schneegans komme ich super aus. Mit dem, wir verleihen uns auch gegenseitig Gerätschaften und alles. Mit dem Herrn Althaus habe ich jetzt das telefoniert. Also der hat mich sogar angerufen, weil er aus Versehen 2 Meter von meinem Feld kaputt gemacht hat. Und alles, also da sind auch überhaupt keine Feindseligkeiten, da geben wir uns auch gegenseitig so ein bisschen Tipps, aber der Herr McBloom zum Beispiel, den habe ich halt vorhin erst auf frischer Tat erwischt, wie er halt einen, also ich stand halt dummerweise daneben und er hat sich gemerkt, wie er einen Baumwollballen meinen Helfer in den Weg gelegt hat. Das ist halt, naja. Ja, okay, das klingt schon ein bisschen nach Sabotage. Das klingt nach Sabotage, also, und dieses Mähwerk oben auf meinem Hallendach klingt halt auch irgendwie nach dem Herrn Blum. Also, denken Sie, ich sollte mal gucken, wer bei McBloom gearbeitet hat und den mal fragen am besten, oder? Also, es wäre eine Idee. Wir versuchen ja hier den Täter zu finden. Wenn Sie mich da unterstützen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das wäre eine coole Sache. Ja, klar. Wir stehen ja eigentlich für in unserem LU für gute Arbeit und wollen ja keinem irgendwie Schaden zufügen. Nee, um Gottes Willen. Ich würde Ihnen das auch niemals unterstellen, aber es ist halt leider das Problem, dass es halt niemand anderes mit einem Teleskoplader gibt und das Ding eigentlich nur so da hochgekommen sein kann. Ja, okay. Na, vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, mir das zeitnah zumindest mal wieder runterzuholen vom Dach. Ja. Alles klar. Ich danke Ihnen vielmals. Danke. Frag mal bei den Ach so, und ich hätte einen Folgeauftrag? Ja. Wenn die 68 angesehen ist, ja, könnte die noch komplett gewalzt werden, bitte. Ja, das hat meine Glaskugel auch gerade gesagt. Ja. Super. Gut. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, gerne. Ciao, ciao. Tschüss. So, naja, ein bisschen schade eigentlich, dass das so... Eieiei, mach keinen Scheiß mit der Waffe. Jetzt weiß ich auch, was der Herr Klarstein mit den Paletten gemeint hat letztens. Das ist ja wirklich sehr, sehr witzig. 1050. Der fährt noch. Oh, der schafft das nicht. Der wird das mit dem Kalk nicht schaffen. Herr Klarstein ist ganz gut unterwegs. Aber wir haben noch Vorsprung. Aber einmal hin und zurück werden wir nicht schaffen. Schafft er die Bahn? Oh, warte mal. Da könnte die vielleicht sogar noch schaffen. 3000 Liter hat er noch drin, ne? Ich sag euch, wenn da jetzt eine halbe Bahn übrig bleibt, ey, dann ist es so, oder? Ganz ehrlich. Dann ist es so. Wie sieht's denn aus? Wir haben ja 50%. Nee, warte mal, hier müssen wir gucken. Wir haben jetzt schon 198. Unkraut wachsen, gewalzt werden, genau. Wir walzen jetzt hier noch einmal drüber und dann striegeln wir nochmal und dann sind wir ja schon wieder richtig, richtig, richtig krass unterwegs. Dann können wir eigentlich, das ist der 8S, den machen wir mal aus am besten, dann verbraucht er auch nicht so viel Sprit. Dann können wir den eigentlich schon mal mit dem Pflanzenschutz runterschicken und dann passt das. Eieieiei. Ja, die Paletten ist eine ganz wilde Geschichte leider seit dem Patch. Machen die Paletten so ein bisschen, was sie wollen. Ich kann auch hier die Ballen aktuell nicht abladen. Am Hof sieht es auch aus wie Sau. Das ist... Och nee. Och Mensch. Och Mann, Willi, was machst du denn? Was mach ich jetzt? Hilfe. Willi braucht Hilfe. Ach gut. So, genau, dann werden wir noch ein bisschen Stroh. Ah, das können wir als allererstes machen. Wir können mal noch ein bisschen Stroh bei den Kühen einstreuen. Ich hoffe ja, dass die Mistplatte oder also diese Mistplatte, die wir gebaut haben, für die Schweine Was macht der? Fahr das Ding doch raus. Für die Schweine nah genug
in Richtung Kühe steht. Das wäre nämlich eine super Sache. So, komme ich hier rum? Nee, dann fahren wir hier vorne rum. Genau, dann könnten die das nämlich alles gleich in einen reinmachen. Ja, hallo? Grumbein vom Lohnunternehmen. Ach, ich grüße Sie, Herr Grumbein. Hallo, Herr Ferser. Haben Sie schon Neuigkeiten? Ja, ich habe mal mit den Kollegen gesprochen. Oh, jetzt wird's aber spannend. Und ich habe ihn jetzt mal hier mit in den Anruf reingenommen. Es ist der Herr Spinner. Herr Spinner? Möchten Sie vielleicht selber kurz mal erzählen, was da los war? Ja, Herr Ferser, erstmal, es tut mir schon mal sehr leid, dass ich Ihr Mähwerk aufs Dach gehoben habe. Ah, Sie waren das, Herr Spinner? Ja, da. Herr McBloom hat mir 500 Euro in der Kaffeekasse getan, weil ich ja nicht viel beim LU verdiene. Und ich dachte, das ist vielleicht eine gute Budgetaufbesserung. Mhm. Und er hat mich halt engagiert, das Mähwerk dort hochzuheben. Also der Herr McBloom hat Sie engagiert, das Mähwerk da hochzutun? Ja. Das ist ja unfassbar mit dem Herrn McBloom. Also ganz ehrlich, das ist ja absoluter Wahnsinn. Nicht, dass er... Nicht nur, dass er meine Wollpalette einfach vor meinen Helfer legt, sondern jetzt engagiert er schon die LU-Mitarbeiter, mir die Dings aufs Dach zu legen. Aber Herr Ferser, ich verspreche, also das war mit uns nicht abgesprochen. Das war... Nee, das glaube ich. Alles ein Ding des Herrn Spinners alleine. Er hat auch schon eine Ansage von uns bekommen, dass sowas nicht geht. Er ist ja ein neuer Mitarbeiter und dass alle Aufträge mit uns abgesprochen werden müssen. Das geht so nicht. Ja, und verstehe ich. Auch, dass er anderen Leuten Schaden... Ja gut, er wusste es dabei nicht, er ist noch ein junger Mitarbeiter, er wollte sich was dazu verdienen und glaube es auch nicht, dass er zu wenig verdient, das ist ihm jetzt so rausgerutscht. Bei uns werden alle gut nach Tarif bezahlt. Ja, glaube ich Ihnen. Es ist tatsächlich auch so, der Herr Spinner tut mir nicht leid, weil ich kenne natürlich auch den Herrn Blum und weiß natürlich auch den Herrn Blum um seine Argumentationskette. Wenn der einmal anfängt, sich wild zu labern, dann hat man so einen, sag ich mal, jungen neuen Mitarbeiter natürlich auch schnell in die falsche Richtung beeinflusst. Ja, wir könnten ihn auch Efeu nennen, das wächst auch wie wild und kriegt man nicht gebändigt. Ja, das ist tatsächlich so. Gut, ich werde mal fragen, ob die Stadt da irgendwas machen kann vielleicht. Herr Ferser? Ja? Der Herr Spinner wollte Ihnen auch nochmal was sagen, was er jetzt macht. Ich könnte Ihnen auch das Mähwerk kostenlos wieder runterheben. Kostenlos, ja, das wäre ja eine super Sache, ne? Also, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn Sie mir vielleicht die 500 Euro für den als kleinen Schadensersatz noch mit dazu geben würden. Das können wir auch machen. Na, Herr Spinner? Ja, warum denn nicht, Herr Krumbein? Ja, Sie haben es hier jetzt bis jetzt noch nicht gebraucht und da oben steht es halt nicht im Weg. Ach, jetzt wollen Sie die 500 noch reinsnacken, ja? Sehe ich das richtig? Nee, ich nicht, das... Ja, der Herr Spinner, er ist jung und braucht das Geld, sagen wir es mal so. Wow. Will halt auch mal BMW fahren. Unfassbar. Ja gut, dann, wenn Sie sagen, dass Sie mir die 500 Euro da nicht als Schadensersatz geben, dann muss ich auch damit leben. Wir holen es Ihnen da wieder runter, wenn Sie es brauchen, also Sie brauchen es ja jetzt, dann holen wir es Ihnen da wieder runter und dann ist die Sache vergessen und Sie können Ihren Kleinkrieg mit dem Herrn... McEvoy weiter ausführen. Naja, ich habe ja nichts mit ihm. Das ist ja das. Der hat ja was mit mir. Aber danke. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Ermittlung. Ja, und dass das halt so schnell ging. Also das muss man schon lobpreisen. Also das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, Herr Ferser, für Sie doch immer gerne. Danke Ihnen, ne? Also vielleicht ein Strich weniger auf der Wand. Ich wollte es gerade sagen. Aber das sind mindestens zwei Striche. Mindestens drei. Ja, machen wir. Zwei ist okay. Zwei Striche sind gut. Ich denke es auch. Nicht übertreiben. Okay, super. Ich danke Ihnen vielmals, ja? Alles klar. Danke Ihnen, wiederhören. Tschüss. Boah, das wird eine enge Nummer hier. Leute. Boah, der Ladewagen ist. Der geht nicht. Oh, nee. Warte mal, wird hier überhaupt das Stroh eingestreut? Och. Ich glaube, es wird hier eingestreut. Oh, Mann, oh. Ernsthaft jetzt? So, ihr wisst. So,
ist die andere Seite. Ich komme hier nicht rein. Es muss die andere Seite sein, ansonsten habe ich ein Problem. So, hat er das Kalk fertig gebracht? Oh, traumhaft. Der hat es fertig gekriegt. Guck mal, nur so eine Minispur. Dann machen wir den mal fertig. Und schicken den zur Kalkstation. Und der andere ist auch fertig. Findet der sein Ziel? Komm, jetzt stehe ich dich ganz so dämlich an und fahr los. Ja, sehr gut. Oh, hier. Der Herr Klarstein sieht auch gut aus. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut, dann passt das ja. Was wollte ich jetzt machen? Und zwar, ich werde mal den Herrn Gründlich anrufen. Ich werde einfach mal den Herrn Gründlich fragen, was er davon hält. Ja, hallo, Franz Gründlich hier. Hallo Herr Gründlich, ich grüße Sie. Ich habe mal eine Frage. Ich bin ja eigentlich nicht so der hier lospetzt und macht und tut, aber ich habe ein paar Probleme. Ja. Und zwar mit dem Herrn McBloom. Ich bin ja aus Sie und der Herr McBloom, also das ist schon so eine Sache, die geht mir schon langsam gegen den Strich, also... Jetzt ist halt die Frage... Okay. Jetzt ist halt die Frage, naja, pass es auf. Ich muss Ihnen aber jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Ich weiß nicht, was ich dem Herrn McBloom getan habe. Weil ich weiß, dass ich bei dem Herrn McBloom auf das Feld gefahren bin und habe da ein bisschen was kaputt gemacht. Das war aber nicht mit Absicht. Ich habe auch gesagt, dass das daran lag, dass er sein Feld halt genau an meine Wiese, da also eine ehemalige Wiese eben zum Feld erstellt hat. Ich habe das nicht gleich gesehen und bin da halt aus Versehen drauf gefahren. Ne? Das hat mir auch wirklich leid getan und ich sage Ihnen jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Dem Herrn Althaus ist das Gleiche jetzt mit meinem Feld passiert. Der ist bei Arbeiten auf mein Feld gefahren und hat dann ein bisschen was zerstört. Der Herr Althaus hat mich angerufen, hat gesagt, hier so und so, ich wollte dir Bescheid sagen, tut mir echt leid. Und damit war die Sache erledigt. Wissen Sie wie? Ja. Und so, wissen Sie, bei dem Herrn Blum, das tut mir auch leid, das war auch nicht mit Absicht. Und aber es gibt halt so ein paar Sachen. Ja, was soll ich sagen? Ich würde Ihnen jetzt einfach mal sagen, was... Und Sie sagen mir einfach mal, was Sie davon halten. Ja. Der Herr McBloom nimmt während meiner Baumwollernte... Boah, ist das ärgerlich. Ich komme hier einfach nicht rein. Ich kann hier keinen Stroh abladen. Nimmt während meiner Baumwollernte einen Baumwollballen und legt ihn meinen Helfer aufs Feld mitten in den Weg. Also die Baumwollballen wurden von der LU am Feldrand abgelegt. Legt den Baumwollballen quasi meinem Helfer in den Weg, sodass der Helfer halt blockiert wird. So. Ja. Habe ich gesehen, weil ich genau daneben stand. Der Herr McBloom hat es aber nicht gemerkt. Wissen Sie wie? Ja. Ja. So. Ja. Was halten Sie davon? Kindergarten? Ja, sicher, ich finde das auch Kindergarten, aber was soll ich denn machen? Was soll ich da machen? Sie sind ja zwei erwachsene Menschen und ich muss hier Kindergärtner spielen? Nein, Sie müssen natürlich kein Kindergärtner spielen, da haben Sie ja vollkommen recht. Aber, ich weiß nicht, was ich machen soll, es tut mir leid. Denn ich würde Ihnen gerne noch was erzählen. Und zwar, der Herr McBloom hat das Lohnunternehmen beauftragt, mit dem Teleskoplader mein Frontmähwerk auf mein Hallendach abzulegen. Ja. Ja. Jetzt liegt das auf dem Hallendach und ich komme nicht mehr ran. Ja, dann müssen Sie das LU beauftragen und die Kosten muss halt der Herr McBloom übernehmen. Fertig aus. Ja, ja, das ist richtig. Das habe ich auch gemacht. Die holen mir das jetzt auch wieder runter, aber verstehen Sie halt, ich wollte einfach nur mal wissen, was Sie davon halten. Wenn Sie sagen, oh, ja, es ist in Ordnung, so gut. Dann ist ja, das so. Ja, ich sag nicht, dass es in Ordnung ist, aber es ist halt Kindergarten und es wurde auch nichts beschädigt, also was soll ich da großartig dagegen machen? Nee, es wurde nichts beschädigt, das ist richtig, aber vielleicht haben Sie einen Tipp für mich, wie ich, was ich da machen soll, weil ich arbeite ja nur ganz normal und habe ja, ich sehe mich ja ständig mit solchen Sachen konfrontiert.
Naja, vielleicht mal ein klärendes Gespräch suchen und sich vielleicht nicht auch für andere Streiche revanchieren oder so. Würde vielleicht auch helfen. Aber inwiefern denn? Was denn da? Mir wurde erzählt, dass sie dann beim Herrn McBloom, nachdem er ihnen den Wollballen da reingerollt haben, dass sie seinen Ballenstapel irgendwie verschoben haben oder so. Okay, und woher weiß der McBloom das? Das würde mich auch mal interessieren. Weil der Herr McBloom, der ist nämlich immer so ein, der ist so eine Art Hellseher, habe ich das Gefühl. Ja, das weiß ich nicht von Herrn McBloom, das weiß ich von dem LU-Mitarbeiter. Ach, ein LU-Mitarbeiter hat Ihnen das erzählt? Ja. Wer denn da? Achso, naja, gut, nee, weiß ich den schon. Den Namen kann ich mir nicht merken, das sind so viele LU-Mitarbeiter. Ja, da gibt's da auch. Weiß ich den Namen nicht auswendig. Da gibt's schon den ein oder anderen Spinner bei LU. Gut, alles klar, Sie wissen Bescheid, dann ist das so, wie es ist, dann muss ich halt damit leben. Ja. Okay. Ich bin immer noch, bin einfach kein Kindergärtner. Wenn irgendein Schaden entsteht, dann können Sie gerne zu mir kommen, ansonsten bin ich da raus. Und was ist mit dem Silage-Dings? Gab's da vom Herrn McBloom, gab's da mal eine Sanktion, wenigstens? Da gab's eine Sanktion, ja. Darf man da erfahren, im Interesse der Bürger, wie die ausgesehen hat? Da muss ich erst meinen Chef fragen, ob ich das weiter erzählen darf. Ja, nur beim Groben würde mich das mal interessieren, weil es interessiert ja die Leute. Nein, dadurch, dass sie kein Betroffener sind, kann ich nicht einfach so Informationen weitergeben. Na gut, dann muss ich wohl auch damit leben. Alles ja. Klar, ich danke Ihnen, ne? Ciao. Tschüss. Ja, ich glaube, der ist richtig genervt und ich verstehe ihn auch wirklich. Ich verstehe ihn wirklich, weil der McBloom halt auch ständig dort anruft. Das Mähwerk liegt halt einfach immer noch da oben. So, na gut, so machen wir's. Die Gewächshäuser haben also kein Wasser mehr. Alles klar. Danke, Chat, für den Hinweis. War wohl falsch. So. Okay. Wir haben aktuell eine brutale Menge Geld auf dem Hof liegen. In Form von 11 Wollballen. Wir haben tatsächlich 11 Wollballen hier auf dem Hof liegen und sind... Wartet mal. Ist das jetzt fertig? Die sind schon fertig. Boah, perfekt, ey. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich richtig gut. Richtig, richtig gut. Oh, die Ernten, Leute. Die Ernten werden heftig. Die Ernten werden richtig heftig. Das wird gut. Welches Feld ist denn als nächstes dran, dass wir uns da mal ein bisschen drauf vorbereiten können? Die 31 wird als nächstes kommen und die 53. Und ich glaube, das ist... Und die 38. 31, 53, 38. Rüben. Ach du Scheiße. Wird lustig. Aber wir haben jetzt auch einen großen Anhänger. Der uns gut weiterhelfen wird, was die Rübenaktion betrifft. Da bin ich mir sicher. Und ja, das wird eine feine Sache. Werden wir hinkriegen. Gut, dann werde ich mich mal hier um die Ballen noch offscreen kümmern. Weil tatsächlich, ja... Ist halt blöd, wenn es buggt und man die Beine nicht abladen kann. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, wie es bei den Hühnern aussieht. Ah, ärgerlich. Mit den Hühnern. Schweine sehen gut aus, das passt. Die sind auch bald schlecht reif. Reproduktion 25%. 20 neue Schweine haben wir übrigens schon dazu bekommen. So, die Kühe brauchen natürlich sehr, sehr lange mit der Reproduktion. Da müssen wir uns mal überlegen. Die haben eine Produktivität. Also theoretisch müssten die mit der Mischration 100% Produktivität erreichen. Die haben auch schon 13 Liter Milch gemacht. Gülle haben sie auch schon produziert. Und... Ich bin mir nicht sicher, ob wir haben hier beim Schweinestall, Moment, wo ist der Schweinestall? Hier. Wir haben hier das Silo. Ob das nah genug für diesen Kuhstall ist? Was meint ihr, Chat? Ach so, das Freiluftgewächshaus, das stimmt. Das müssen wir noch auffüllen.
Gut, in diesem Sinne bin ich aber erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, lasst gerne das Däumchen da, würde ich mich riesig freuen. Und ich bin erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend. Tschüss und ciao.